Schaut mal, ein weiteres Wir kochen, wieder ganz was Einfaches, nämlich was zum Einfrieren und vielleicht auch noch ein Pesto, das weiß ich jetzt gar nicht, wo ich da im Feld stehe. Wieso, ja, nochmal die Planen herzeigt. Erstens, der frühe Bärlauchbrocker fängt das noch ganz frische, lecker aussehende Blatt, weil es geht doch ziemlich schnell beim Bärlauch, finde ich, dass er seine ersten Alterserscheinungen aufzeigt, also wenn sie so richtig ausgewachsen sind, seht ihr eh solche Verwundungen, zum Teil irgendwelche Flecken, also so lecker schaut er dann oft schon gar nicht mehr aus, also ja, es lohnt sich, dass man früher anfängt und zeitgleich kann man es natürlich nur nutzen. Beziehungsweise, wenn man drauf kommt, boah, eigentlich schauen wir die Blaren ja wirklich nicht mehr recht frisch an, dann kann man sie um die Zeit natürlich schon auf die Suche machen nach die Blütentriebe. Die schaut dann so aus. Oder eben so aus. Und auch die kann man einfach nehmen und dasselbe draus machen. Also man kann die dann einfach ja, klein schneiden, Öl anbraten, Nudeln drüber und fertig ist das Ganze. Man kann die auch einlegen in Essig, da gibt es natürlich verschiedenste Rezepte. Aber all das ist ja gar nicht, jetzt hätte ich es fast vergessen, ich bin manchmal ein alter Schwatzer. Ich bin gebeten worden oder hingewiesen worden, dass ich vielleicht nochmal erwähnen sollte, Bärlauch, nicht alle haben solche riesen Bärlauchfelder zur Verfügung, wie ich das da habe. Wenn sie irgendwo Bärlauch findet und es gibt wenig davon, nehmt nicht zu viel davon. Also es sollte, also der hat ja so eine Horstbildung, also das solche Nester. Und dann brockt es nicht einfach alles ab, sondern lasst es halt wirklich viel stehen, dass er sich eben weiter ausbreiten kann, vermehren kann. Also nicht, dass man irgendwie eine Gegend leer brockt und dann hat man bald selber sie seiner Quelle entbrockt, sozusagen. Ja, ich werde mir jetzt da dennoch noch schauen, dass ich leckere Blätter für mich finde, für so unsere Kochtour am Abend und den Hinweis mit Sorge zu brocken, habe ich somit nochmal geben können, was ich ja recht gescheit finde. Okay, also wir sehen sie dann später in meiner Küche. Schrecken, das ist nicht meine Küche, das ist noch immer derselbe Platz, aber weil sie sich anbietet, schaut, was da zwischen dem Bärlauch wächst, nämlich die vierblättrige Einbeere, da schon mit Blütenknospen. Also auch das kann eben vorkommen, die Einbeere, die ist giftig, also ist nichts zum Essen, eh wieder nicht zum Verwechseln, aber eben wenn man unvorsichtig brocken würde und man rupft da einfach durch, dann kommt man auch dieses Grün im Sackerl haben und wenn man dann nicht kontrolliert oder einfach dann in der Masse kocht, hat man einfach ein Beigrün, was da nicht reingehört. Das hat sich nur angeboten, weil es da so schön untereinander wächst. Okay, aber jetzt glaube ich, dass wir sie dann wieder in meiner Küche sehen. Also, ja, für dich. Also, ihr dürft eh sitzen bleiben. Ich muss in meiner Küche. Ihr sitzen bleiben. Lacht ja nicht. Das ist noch halb nicht meine Küche. Ich weiß eh, ich bin ein alter Verzettler. Aber es hat sich angeboten, weil ich ja in die Richtung so und so gehen wollte. Also, da, was wir da jetzt sehen, ist das Laub der Herbstzeitlose, das ist schon wirklich schön groß. Da ist eben mitten und neben Bärlauch. Da ist wieder eher für sich, unter sich. Aber ja, schaut's, also das ist doch wirklich schön groß geworden. Und da sieht man eben, dass das dann, ja, also schaut's, also Bärlauch, Herbstzeitlose. Also ist nicht zum Verwechseln, ist nur eben blöd zum Brocken. Und ich gebe eh schon Ruhe. Ja, ihr habt es gelacht, ich habe es gehört. Jetzt bin ich beleidigt. Wisse ich, eh nicht viel. So, jetzt darfst du aber wirklich lachen, weil, aber ich habe das bis jetzt immer nur gelesen und ich kann mir es nicht erklären, aber gut, ich kann mir auch nicht erklären, wie man Aaronstab mit Bärlauch verwechseln kann oder was auch immer mit Bärlauch verwechseln kann. Aber gelesen habe ich schon, dass vorkommen soll und nein, dann kann man es ja gleich herzeigen. Auch was da wächst und auch das kann eben passieren unter dem Bärlauch, da ist er zwar nur mehr spärlich, aber dennoch vertreten,
Das sind junge Triebe von der vielblütigen Weißwurz. Das vielblütige, man sieht es da schon angelegt. Guckt. Ja. Und die ist giftig. Es ist zwar jetzt nicht hochgiftig, wenn man die irgendwie mitbrockert. Ich kann mir es wieder nur so vorstellen, dass das passieren könnte, wenn es mitten drunter steht. Ja, Koliken, also Erbrechen, Durchfall, also der Körper würde dann schon sagen, hey, irgendwas habe ich erwischt, was noch nicht passt, aber Vergiftungen kommen da scheinbar selten vor. Also ich habe das schon ein paar Mal gelesen, Bärlauch wird mit dem verwechselt, also Verwechslung, wie gesagt, glaube ich nicht, sondern vielleicht ein unsachgemäßes Brocken. Okay, aber die schauen wir sich eh genau an, vielblütige Weißwurz, ein Salomonsiegel genannt, das schauen wir sich dann genauer an, wenn es denn auch blüht. Aber jetzt versprich ich, jetzt gehen wir in die Küche. Wirklich, 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 wirklich. So, aber jetzt wirklich. Also ich habe es schon immer geglaubt, also willkommen in meiner einfachen Küche. Und es wird jetzt auch nicht mehr wirklich lang dauern, weil es ist ja wirklich einfach, was ich vorhabe und schnell erzählt. Ja, nochmal muss ich kurz sagen, ich habe nicht mehr Material wie das. Also ich habe weder einen Stabmixer, der war geschickt, wenn ihr sowas hättet, dann benutzt einen Stabmixer statt irgendwo einen Mixer. Und ja, alles andere ist wurscht. Den Bärlauch werde ich heute waschen, weil er eben jetzt schon wirklich länger steht und gewachsen ist und zum Teil sind Vögel schon mehr im Wald unterwegs. Also den wasche ich und dann werde ich ihn halbwegs fein herschneiden. Ein Teil werde ich dann in Wasser mit dem Ding aufmixen. Dann wird das wirklich so ein Püree. Das ist noch praktisch mein Rest vom Vorjahr. Ich fülle das dann in Eiswürfelbehälter. Weil, ihr werdet es nicht glauben, also ein Würfel reicht auf jeden Fall für eine Person, dass man dann Bärlauchnudeln macht oder irgendwas, weil durchs Klarmixen wird das Zeug wirklich scharf. Also ihr kennt jetzt diesen ganzen Bock, wenn ihr den grob herschneidet, wie bei dem ersten Rezept, was ich euch gesagt habe, ich blende das da oben ein, wenn es interessiert, dann könnt ihr das allein aufessen und es wird nicht scharf sein. Also wenn das nur grob geschnitten wird, dann ist der nie wirklich scharf. Ich finde ihn dann sogar eher süßlich. Aber es ist doch wie beim Knoblauch. Wenn man Knoblauch schneidet, dann wird es wahrscheinlich nicht einmal irgendein Knoblauch Atem kriegen, wenn du den Knoblauch presst, dann kriegt er genau dieses typische extrem Knoblauchige. Das hat damit zu tun, dass da zwei Stoffe zusammenkommen und miteinander reagieren. Bei ihm wird es ähnlich sein. Das heißt, wenn man das eben so klein macht, dann ist er extrem scharf und man braucht dann auch viel weniger davon, wie wenn man eben so grob verwendet. Ich mache die Vorbereitungen, wie gesagt, ist eh nicht kompliziert, einmal schauen. Wenn ihr das nächste Mal einschaltet, wenn es interessiert, bleibt einfach nur dran. Und ja, bis gleich. So, eben Zwischenschritt. Ich habe den jetzt mal halbwegs, also so wie ich ihn eigentlich für einen Spinat herschneiden würde, sogar ein bisschen feiner. Macht einfach den Sinn, auch wenn ihr das dann mit einem Stabmixer macht, der manzt es leichter, also man erwischt es leichter und es ist jetzt eben hilfreich. Jetzt mache ich das zum Beispiel, das zum Wegfrieren, mache ich mit Wasser, also und macht Sinn, dass man mit so wenig wie möglich Wasser auskommt. Die Idee dahinter ist ja, dass man den Bärlauch wirklich platzsparend aufbewahren kann und das soll Riesensuppen volle Kanne werden, die was dann ein bisschen nach Bärlauch schmeckt, sondern eben ein Bärlauchkonzentrat. Und das bringen wir eben hin, indem man das klein schneidet und dann mit wenig Wasser aufmixt. Das Ganze werde ich jetzt machen. Da kommt jetzt, ich tue da nichts dazu, also weder Salz noch sonst irgendwas, also das ist dann wirklich nur Bärlauch und das wird dann da abgefüllt. Aus dem zweiten machen wir das Ganze dann wieder, habe ich mir dann ein Glas vorbereitet, aber eben mit Öl und da tue ich dann ein bisschen Salz dazu. Aber persönlich, ich tue es nicht, ich tue weder Parmesan noch Nuss dazu, also man kann ja Pinienkerne nehmen. Ich hab mir gestern meine Frau mitgegeben, die hat noch übergehabt. Meine Nüsse waren schon aus, was ich vorher gesammelt habe, in den Walnuss. Aber ich tue das nicht gleich ins Pesto,
Ich tue das dann, wenn ich wirklich das Knoblauchöl eigentlich, oder Knoblauch, ist schon ein Pesto, benutze, dann tue ich das frisch dazu. Aber auch vielleicht, das sage ich dann nochmal kurz, ich schalte es wieder aus, ich mache schon diesen Schritt, fülle das ab und dann sehen wir sie wieder. So, und der Mixer ist voll geschickt, das ist jetzt keine Werbung, ich werde da jetzt nicht Werbesendung einblenden, weil das meine ich echt, ich meine, das ist mein einziges Küchenelektrogerät. Und was ich so geschickt finde, zwei Dinge, er war super günstig und er hat eine Pulsfunktion, sage ich euch dann kurz, und er ist eben schnell genug, er ist ein Mittelding zwischen Hochleistungsmixer und müden Haushaltsmixer. Er kann auch wirklich gut Brennnesseln klar mixen, das war mir wichtig. Diese Pulsfunktion, also ich werde das Ding unten verlinken, gibt es noch überall zum Kaufen, wenn ihr das über den Link kauft, dann ja, danke. Die Pulsfunktion ist so eine Prescheis-Funktion. Und da haust es gut immer wieder von selber ein bisschen in Tee. Ich schalte das jetzt aus, weil das wird zu laut. Eben auch voll praktisch beim Brennnesselpulver machen. Also das zeige ich dann im Herbst wieder her oder wenn ich halt mein Brennnesselpulver mache. Aber echt eine praktische Idee. Wie gesagt, wenn ihr Ausrüstung habt, dann mit Stabmixer in einem hohen Gefäß wenig Flüssigkeit mit dem Stabmixer machen. Viel gescheiter, aber ich habe halt keinen. Tja, tata, und schon hat man dann, also das wickelt ihr jetzt nur mit Frischhaltefolie, wird eingeschlagen und dann kommt es ins Tiefkühlfach und dann habe ich praktisch genau solche einzeln entnehmbare Klötzchen. Und mit dem könnt ihr dann einfach alles machen. Also stellt euch vor, ihr habt Nudeln gekocht, dann nehmt ihr ein bisschen Öl, haut so einen Würfel rein, lasst es aufschmelzen, da ein bisschen Salz dazu und ein bisschen Pfeffer und dann haut die Nudeln nochmal drauf, mischt das durch und fertig. Oder stellt euch vor, ihr nehmt ein Viertel Liter Milch, haut so einen Würfel rein, da ein bisschen Suppenpulver rein und ein bisschen Mehl oder Maizena zum Eindicken und fertig ist die Knoblauchsuppe. Oder stellt euch vor, also was auch immer, dass ihr euch dann vorstellen wollt, ist furchtbar praktisch. Dasselbe eben mache ich jetzt nochmal mit diese Blätter. Ich wasche das jetzt gleich gar nicht aus. Das kommt da rein. Nur statt Wasser nehme ich eben Olivenöl und diesmal kommt das Salz dazu. Salz einfach deshalb, weil es auch konservierend wirkt. Aber wenn er eh nicht lang halten wird bei mir das Pesto, dennoch, das tue ich beim Pesto gleich dazu. Ja, und dann überlege ich, sage ich euch schon vierte euch, ja, weil ich habe euch eh lang genug geplagt. Das kann man sich vorstellen. Mir ist einfach wirklich, also das ist für mich die absolute Special Bärlauch Aufbewahrungsmethode, weil es wirklich, wirklich auch so eine Würfe gut was kann. Und es braucht wenig Platz. Ich habe auch wenig Platz. Wenn man viel Platz hat, muss man über sowas noch nicht nachdenken. Pesto kann ranzig werden. Besonders, wenn man wirklich in Käse und die Nüsse gleich rein tut, würde ich nicht machen. Und das ist für mich die Methode der Wahl. Okay. Ich tue da jetzt eben noch weiter basteln. Ihr wisst, wo es ist. Und es gibt eh tausend andere Bärlauch-Rezeptkanäle und Videos. Wenn es meine gern schaut, gefällt mir das. Ich wünsche euch Mahlzeit. Und wir sehen sie wieder, ja, bei was auch immer. Kochen oder ein Jahr tausend Wunder oder 100 Meter Touren. Wie auch immer. Dann, pfiat euch!